Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder zuschaut. Heute ein kleiner anderer Hintergrund, warum der anders aussieht, erfahrt ihr demnächst in einem anderen Video. Auf jeden Fall wird das jetzt immer so ein bisschen mein neuer Hintergrund sein. Und ja, heute begrüße ich euch zum Fragen-Antwort-Video. Für mich ist es noch ganz neu, jetzt hier zu sitzen, weil ich kann mich dort in dem Spiegel sehen und dann sehe ich mich auch in der Kamera hinten. Und daher gucke ich heute irgendwie anscheinend dann dauernd zur Seite, weil ich mich selber beobachte, was ich sonst nicht kann. Und zusätzlich gucke ich noch nach hier unten, weil dort der PC steht, wo ich eure Fragen von ablese, die ihr mir gestellt habt. Und damit möchte ich jetzt auch einfach beginnen. Und als erstes hat mich kleine Kopftochter gefragt. Hey, erstmal wollte ich sagen, dass ich deine Videos total gerne gucke und euch beide sehr sympathisch finde. Vielen Dank an dieser Stelle dafür schon mal. Vielleicht könntest du ja so eine Art DVD-Sammlung machen oder sonst halt Hauls und Follow Me Arounds. DVD-Sammlung, gar kein Ding, kann ich gerne mal abfilmen, was ich dort alles habe. Ist vielleicht auch gar keine schlechte Idee, weil ich ja sehr, sehr gerne Filme gucke. Und ich glaube, das werde ich demnächst auch umsetzen. Eine Frage hätte ich auch noch, und zwar erstens, wollt ihr für immer an der Ostsee leben bleiben? Ja, ich denke, wir werden hier immer leben bleiben. Also es sei denn, beruflich oder familiär würde was passieren, was es nicht mehr voraussetzt, hier wohnen bleiben zu dürfen. Ansonsten fühlen wir uns hier so wohl, dass wir gerne hier bleiben möchten. Und ob es eine große Umstellung war, von einer Großstadt in eine Kleinstadt zu ziehen? Darüber wird demnächst ein Video kommen, die Vorteile an der Groß- und an der Kleinstadt. Und darauf kannst du dich schon freuen, weil dort wird ja mehr oder minder denn diese Frage von dir beantwortet. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für deine Fragen. Dann hat Simone Ferz gefragt, wann hattest du deinen ersten Freund und mit welchem Alter fändest du okay, dass Emil eine Freundin hat? Meinen ersten festen Freund hatte ich mit 18, 19 und bei Emil, ja, ich weiß es nicht. Ich finde, bei Jungs bin ich da ein bisschen lockerer, glaube ich, so in der ganzen Sache, als wenn Emil ein Mädchen wäre, weil da möchte man ja doch mehr behüten. Und daher denke ich, also so mit 15, 16 darf er ruhig mal eine Freundin mit nach Hause bringen. Was hast du für Pläne für die Zukunft? Pläne für die Zukunft ist erstmal nächstes Jahr wieder im Hansapark arbeiten zu dürfen. Das weiß man ja vorher immer nicht, ob man wieder genommen wird. Ich würde gerne ein bisschen mehr aus meinen Träumen machen, sprich aus YouTube und auch aus einer anderen Sache, die ich sehr gerne tue. Vielleicht traue ich mich da weitere Schritte zu gehen und das ist so das, was ich für die Zukunft sehe. Dann hat der Schmetterling 1215 gefragt, ob ich mehr Backvideos und Basti-Ideen machen kann. Ich denke, da wird in der nächsten Zeit auch wieder mehr kommen. Jetzt starten wir in den Herbst und in den Winter. Und dort wird deutlich mehr gebastelt, finde ich. Weihnachtskalender werde ich wieder basteln für den Emil. Und da werde ich euch sicherlich auch wieder mitnehmen. Und ein Backvideo ist gerade am Bearbeiten auf dem Laptop. Ich habe letztens gebacken und habe euch dort mitgenommen. Und ja, das wird dann auch die Tage online kommen. Die Diana Groth hat geschrieben, Outfit of the Day und ein Abnehm-Update. Du bist eine tolle Frau und eine prima Mutti. Zugleich. Lieben Gruß. Vielen, vielen Dank für die lieben Worte. Man selber sieht sich ja immer sehr kritisch als Mama, aber das ist schön zu lesen. Outfit of the Day kann ich gerne mal abdrehen, obwohl ich mich immer furchtbar dick in der Kamera finde. Noch schlimmer, als wenn ich selber mich im Spiegel betrachte. Daher bin ich da immer sehr kritisch, ob ich das mal filmen sollte, ein Outfit of the Day. Und ein Abnehm-Update wird es auch demnächst nochmal geben, in einer ein bisschen anderen Form. Aber da habe ich auch schon was im Hinterkopf. Und ja, wird es auf jeden Fall geben, liebe Diana. Dann hat die Mohnblume 76 gefragt. Mich würde es interessieren, ob du Teilzeit oder Vollzeit arbeiten gehst. Ich gehe Teilzeit arbeiten. Ich arbeite von 8 bis 15:30 Uhr jeden Tag, von Montag bis Freitag. Und das zählt im Freizeitpark als Teilzeit.
Und wie du es trotzdem schaffst, noch nebenbei so viele Videos zu machen. Die Zeit nehme ich mir einfach abends, nachmittags, je nachdem, wann ich Lust habe. Ich produziere ja auch meistens vor. Also auch heute werde ich mehrere Videos wieder drehen, weil ich jetzt gerade echt Lust dazu habe. Und dann werde ich die schneiden und bearbeiten in der nächsten Zeit. Und dann habe ich immer ein bisschen Vorlaufzeit. Also ich sitze jetzt nicht jeden Tag da und filme, sondern in der Woche ein, zwei Tage. Immer wenn mir aktuell was einfällt, schreibe ich es auch mal auf und überlege, ob ich es dann umsetze. Wohnst du mit deinem Freund zusammen, beziehungsweise habt ihr vor, zusammenzuziehen? Zu dem Thema mit meinem Freund wird es demnächst auch gesondert was geben. Ich kann nur so viel sagen, ich werde einen Blog starten und dort geht es um die Sache mit meinem Freund, mehr oder minder am ersten Blogpost. Und da könnt ihr das dann nachlesen, aber dazu, wie immer, wird es ein Video geben. Linas Welt hat gefragt, wie alt Emil ist. Liebe Lina, der Emil ist jetzt 4,5 Jahre und wird im Januar 5. Und zum Schluss hat noch die Anna Juli 85 gefragt. Mir würden da spontan auch ein paar Fragen einfallen. Welches Reiseziel außerhalb Deutschland hast du? Oh, da habe ich ein ganz, ganz bestimmtes. Ich würde super gerne mal nach Alaska. Ich finde diese Winterlandschaft wunderschön. Ich würde gerne mal beim Schlittenhunderennen zusehen. Und ja, das ist schon ganz, ganz lange ein Traum, mal nach Alaska zu kommen. Und nächstes Jahr ist Ziel Dänemark angepeilt, mal ein verlängertes Wochenende mit Emil nach Dänemark zu fahren. Wenn du ein Mädchen in der Zukunft bekommen würdest, hättest du eventuell einen Lieblingsnamen? Ja, ich hätte einen Lieblingsnamen, aber den werde ich nicht nennen, weil wenn es irgendwann mal nochmal zu einem Kind kommt und der Name es auch wird, möchte ich ihn jetzt einfach noch nicht verraten. Hast du ein Lieblingsbuch? Ich habe nicht nur ein Lieblingsbuch, ich habe mehrere Lieblingsbücher, ich habe mehrere Lieblingsautoren und da ist fast jedes Buch von jedem Autor ein Lieblingsbuch, weil sie alle relativ gut sind. Das ist zum einen Susan Elizabeth Phillips, die mag ich sehr, sehr gerne. Dann lese ich den Sebastian Fitzek sehr, sehr gerne. Der schreibt super, super Thriller. Und die Rachel Gibson lese ich auch sehr gerne. Also die drei sind so meine Hauptfavoriten und da mag ich auch wirklich jedes Buch. Gibt es was in deinem Leben, das du gerne ändern würdest, dich aber nicht traust? Ich würde gerne mehr auf eigenen Beinen stehen, mehr aus den Ideen machen, die ich habe. Aber das traue ich mich einfach nicht und daher denke ich, werde ich da mal in Angst bleiben. Hast du kleine Ticks? Also zum Beispiel, ich muss fast immer zwei bis dreimal kontrollieren, ob die Haustür abgeschlossen ist, wenn ich rausgehe. Ich habe eher so den Tick, um zu gucken, ob die Steckdosenleisten aus sind. Also ich habe so Verlängerungskabel und da mache ich immer den Knopf aus, wenn ich gehe. Und manchmal gehe ich auch zurück, um zu gucken, ob ich das gemacht habe. Planst du mit deinem Freund ein gemeinsames Zusammenziehen, Hochzeit? Wie eben schon erwähnt, mein erster Blogpost wird darüber handeln. Was würdest du dir bei einem Gewinn von 10.000 Euro als erstes holen? Nicht für Mann oder Kind, denk nur an dich. Ich glaube, ich würde einen großen Teil davon erstmal nehmen, um einige Raten abzuzahlen, damit ich einfach mal auf Null bin. Und dann würde ich shoppen gehen. Ich würde super, super gerne mal wieder shoppen gehen, ohne aufs Budget zu gucken und wirklich für mich und nicht dran zu denken, der Emil braucht mal eine Hose, sondern ich bräuchte mal eine Hose. Das würde ich damit machen und den Rest weiß ich nicht. Der würde dann erstmal auf dem Konto bleiben. Liebe Grüße, Anna. Freue mich auch schon auf das nächste Video. Falls du einer meiner Fragen beantwortest, würde ich mich über einen kleinen Gruß sehr freuen. Lieber Anna, damit grüße ich dich jetzt auch und ich habe hoffentlich jede Frage von dir beantwortet. Und ja. Das waren auch schon alle Fragen, die mir gestellt wurden. Es hat mir super, super Spaß gemacht. Und ich würde gerne sowas öfters machen. Vielleicht aber auch zu speziellen Themen. Was haltet ihr davon? Ihr könnt mir das ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Lust dazu habt. Dann könnte man ja so einen Fragenfreitag oder einen Fragenmontag oder so einführen, wo es dann halt wirklich um bestimmte C bete wo es um bestimmte Themen geht, wie Filme, Bücher, Kind, Haushalt, Leben, Lust, Liebe, was weiß ich, was uns da einfällt. Wenn ihr darauf Lust habt, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt es mir in die Kommentare.
Ihr dürft mir übrigens auch folgen bei Instagram und Facebook. Wo seht ihr in der Infobox? Das Abonnieren von meinem Kanal ist völlig kostenfrei. Und ansonsten, ihr Lieben, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.